Hallo! Natürlich gibt es auf der Gamescom nicht nur Spiele zu sehen, sondern es gibt auch einige skurrile und interessante Controller. So wie zum Beispiel jetzt hier bei dem Big Ben Stand. Da gab es nämlich für das Spiel Cyberbike 2 den dazugehörigen Controller, nämlich ein Fahrrad. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir sofort, da muss ich drauf, das muss ich ausprobieren. Ja, das Gerät erscheint für die PlayStation 3, beziehungsweise das Spiel auch, und wird im Bundle 180 Euro kosten. Erscheinen wird das Ganze im November, 18. November oder so. Und ja, es gab schon einen Vorgänger, der ist erschienen auf der Wii. Ja, und das Ganze haben sie jetzt einfach auf die PlayStation 3 portiert. Zur Steuerung eigentlich relativ einfach und simpel. Treten für Gas geben, ne? Also ein bisschen was für die Sportlichen. Lenken mit dem Lenkrad und mit Quadrat kann man auch springen. Sinn des Ziels ist natürlich, man muss ins Ziel kommen und zwischendurch sammelt man Münzen. Weicht Hindernissen aus, indem man zum Beispiel über Zäune drüber springt oder Ölpfützen ausweicht oder auch über diese drüber springt. Und ja, man muss versuchen ans Ziel zu kommen. Dabei habe ich gemerkt, man kann... Und du kannst noch so in die Pedalen treten, dass der Charakter im Spiel wird irgendwie nicht schneller. Kann sein, dass das noch passiert, vielleicht in dem fertigen Spiel, aber ich habe da mal schneller reingetreten in die Pedalen, das war kein Geschwindigkeitsunterschied, was ich jetzt gemerkt habe. Aber schaut jetzt einfach euch noch an, wie ich dieses Spiel gespielt habe. Am Ende dachte ich, als ich das Ziel gesehen habe, ja, das Spiel zu Ende, Demo zu Ende, kann endlich runter von dem Fahrrad, nix da, 2 von 3 Runden, aber das werdet ihr gleich selbst noch sehen. Und ja, ich gehe da mal weiter Videos schneiden und wir sehen uns dann. Macht's mal gut, ne?